Das ist Babette. Babette hat zwei Schwestern und sie hat richtig viele Phobien. So viele Phobien, dass sie eine halbe Stunde gebraucht hat, bis wir sie vor die Kamera bekommen haben. Ich habe immer noch Angst vor der Kamera. Können wir das hier bitte schnell beenden? Babette hat wirklich Angst vor allem und keiner weiß warum. Na los, Babette, komm hoch, der Film fängt gleich an. Oh, ich weiß nicht, du. Die Couch, die ist so hoch. Nicht, dass ich mir was breche, wenn ich da hochspringe. Willst du mich verarschen? Jetzt beweg deinen Arsch hier hoch. Mensch, hier, dir passiert nichts, wenn du hier hochspringst. Come on hier. Ich bin oben. Und das war jetzt so schlimm. Ach, meine Fresse. Babette hat wirklich vor allem Angst. Und das schon seit ihrer Geburt. Und wir wissen einfach nicht warum. Wir haben sie schon 10.000 Mal zum Psychiater geschickt, aber der kommt bei ihr auch nicht weiter. Ach, Babette, nun hab dich nicht so. Das ist nur eine Werbung für einen Schokoriegel. Ängste sind eine ernste Angelegenheit und ich bin manchmal auch ein bisschen hart zu ihr, aber manchmal übertreibt sie es wirklich. Also einige Sachen kann ich wirklich verstehen, aber so viele so gar nicht, weißt du? Und ja, dann sag ich ihr auch halt einfach mal, nun los, nun stell dich nicht so an, weil es ist wirklich so. Ich glaube, sie macht das meiste auch nur wegen Aufmerksamkeit und so. Wir hoffen, dass Babette sich irgendwann ihren Ängsten stellt und sie nicht mehr so extrem ängstlich vor allem ist wie jetzt. Und wir wünschen ihr natürlich alles Gute für die Zukunft. Ich muss hier weg. Die Moderatorin dieser Sendung, die jagt mir Angst ein. Nicht persönlich nehmen. Okay.